Beruhigt euch. Mein Name ist Kostas Meronianakis, ich bin Grieche, es tut mir leid. Noch eine kleine Info, ich habe mich letztes Jahr nach 10 Jahren von meiner Freundin getrennt. Jetzt muss ich wieder in Clubs gehen. Ich hasse Clubs. Ich bin da der alte Mann im Club jetzt. Kennt ihr das, wenn man in den Club geht? Einer ist immer zu alt. Du denkst, Motherfucker, geh nach Hause, du bist 180. Das bin ich jetzt. Aber was ich am meisten liebe, sind die etwas jüngeren Mädels, die den ganzen Abend nichts tun. Dann kommt ihr Lieblingslied und dann verlieren die ihren Verstand, Alter. Es ist immer gleich, ne? Oh mein Gott, das ist mein Song! Das ist Beyoncé! Das ist eine Sängerin. Das ist extrem wichtig für die, ne? Die wollen wissen, dass jeder weiß, was ihr Lieblingssong ist. Deswegen hat das so eine Relevanz. Die sagen das zu ihrem Freund so, als hätten sie gerade Krebs geheilt. Das ist Beyoncé, okay? Und dann laufen die auf die Tanzfläche mit ihrer Handtasche. Die Handtasche kommt dann immer auf den Boden. Das ist deren Garderobe. Deswegen gehen wir Männer auch immer so über die Tanzfläche. Und dann passiert immer Folgendes. Typen auf einmal. Wir denken immer, da geht was. Da geht nie was. Ey, bist du behindert oder was? Glaubst du, ich bin eine Schlampe? Nee, aber du tankst wie eine. Alles, was ich sehe, ist das hier. Das sind genau die gleichen Frauen, die übers Wochenende nach New York fliegen, dann wieder zurückkommen und auf einmal so reden. Oh mein Gott, das ist so crazy. I was like, what the fuck? Sorry, ich träum schon Englisch. Oh, really? Ja klar, ich fahr auch nach Wien, komm wieder zurück und sag, ja, was ist das? Na, ich kann so nicht arbeiten. Ich muss zurück nach Wien. Ihr merkt die Eifersucht. Bei Frauen sieht alles besser aus. Ne? Alles, die tanzen besser, die gehen besser, die sitzen, guck mal, wie er sitzt. Ich sitz auch so, wir können da nichts für, aber deine Freundin sitzt. Am Style. Ne? Aber wir verstehen das nicht immer. Wir Männer, wir wissen nicht immer, was ihr macht. Wir finden es aber geil. Ne? Frauen haben noch Mimik, wir Männer haben keine Mimik mehr. Wir haben nur noch ein Gesicht, schon mal gemerkt, vor allem die in Beziehung. Wir haben nur noch ein Gesicht, das hier. Okay, wir haben noch das, wenn wir kommen, das hier. Aber das war's! Ne? Die ganze Bandbreite. Das ist die ganze Bandbreite eines Mannes. Das ist Trauer. Das ist Wut. Das ist Freude. Das ist Geilheit. Bei euch Frauen guckt man einmal ins Gesicht, man weiß ganz genau Bescheid. Und ein Gesicht, ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Das ist, wenn sie uns in der Öffentlichkeit keine Szene machen dürfen, weil da zu viele Leute sind. Dieses Warte, bis wir zu Hause sind, Gesicht. Liebe Männer, wenn ihr das Gesicht seht, lauft weg! Danach ist noch nie was Gutes passiert. Frauen hassen das ja selbst. Die wollen es immer so weglachen und wegschlucken, so dieses. Lauft! Wo ihr auch weglaufen könnt, ist, wenn Frauen auf einmal anfangen zu sagen, also erstens, dann bist du offiziell am Arsch. Wenn Frauen anfangen zu sagen, also erstens,
dann haben sie schon einen Detektiv und einen Anwalt. Noch nie ist eine Frau zu mir gekommen und hat gesagt, also erstens blase ich dir ein.